So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer netten kleinen Folge. Another Brick in the Mall. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Spiel noch heißt. Nee, wir haben den Elektronikhändler für dich. Wir werden jetzt, wo ist er? Die Verkaufsanalyse. Dann kann ich euch nämlich dann auch den Bedarf zeigen und dadurch wissen wir dann auch besser, was wir alles anbieten müssen. Wie. So, aber das Entscheidende ist jetzt, wir haben, Gott verdammt mich nochmal, die Intellikinder. Die können Laptops, Spielekonsolen, Smartphones, Tablets, MP3-Player, Kameras und Fernseher anbieten. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regale, hätte ich jetzt was gesagt. Nein, die Sachen werden auf Tische gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müssen wir noch mal kurz auf unseren Bauarbeiter warten. Der hier die Tische montiert hat. So. Laptops, Spielekonsolen, Smartphones, Tablets, MP3-Player, Kameras und Fernseher. Direkt neben dem frischen Brot läuft. Wie gesagt, passt halt alles hinten und vorne nicht zusammen. Moment. Aber es geht ja erstmal darum, um hier ein bisschen den schnöden Mammon voranzutreiben. Und, also ich gebe zu bedenken, beim letzten Verkaufstag hatten wir 49% hier. 49%. Und mal gucken. Ja, jetzt, das jetzt heute Nacht wird noch nicht so aussagekräftig sein, aber morgen, das wird schon aussagekräftiger sein. Aber wir brauchen echt noch einen zweiten Lageristen, einen dritten Lageristen. So. Lagerist. Sind jetzt alle nicht so der Burner als Lagerist. Linie einstellen. So. Jetzt durchgehend Lageristen da. Aber da merken wir das aber auch schon leicht. Regale sind mir ein bisschen zu leer. Das scheint doch zu laufen jetzt. Aber wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie sich das jetzt auswirkt. Ich bin jetzt auch gespannt. Also hier haben wir schon mal ein deutliches Umsatzplus gesehen. Guckt euch das an. Erster Verkaufstag. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Das war eine sehr gute Entscheidung, glaube ich.
Und zack, 76%. Leute, das war eine herausragende Entscheidung. Das. So viel besser hätten wir es nicht kriegen können. So, aber wie hab ich das denn jetzt vor? Ich glaube, ich werde das so machen. Also entweder wird der Eingang hier bleiben, weil ich auch überlege, den Eingang hier hin zu verpflanzen. Und da ist die Forschung fertig. So. Verkaufsanalyse, dann zeige ich euch die gleich erstmal. Ohne und Kino machen wir noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Könnten natürlich auch schon mal ins Straßennetz. Oder wollen wir erst die Alkohollizenz? Ich glaube, wir holen uns erst die Alkohollizenz. Bisschen das Sortiment diversifizieren. Ja. Ich kann aber schon mal in die Richtung arbeiten lassen. Ach, ich will eine Straße bauen. Straße, so. Jetzt nirgendwo erstmal. So, dann kann der Bauarbeiter das schon mal bauen. So, aber ich wollte euch das Bedarfsmenü zeigen. Da haben wir es nämlich schon. Jawohl. Der Fastfood-Bedarf ist mal sowas von gedeckt. Es gibt eine Nachfrage von 57, also 57 Kunden, die gerne Fastfood essen möchten. 58 haben wir gestern verkauft. Also dementsprechend passt das. Bar haben wir noch nicht, vornehmendes Essen haben wir auch noch nicht. Dafür gibt es aber auch eine Nachfrage. Alkohol, richtige Entscheidung, es wird danach gefragt. Da haben wir aber auch gleich sofort schon was Spezielles. Und zwar gibt es Qualitätsstufen, weil, sagen wir so, das kennen wir auch alle, jetzt zwar nicht unbedingt vom Alkohol, aber es gibt halt so Läden, die haben quasi so einen Grundstamm, da kriegt man nicht alles, aber da kriegt man eigentlich so quasi von allem eine gewisse Auswahl. Und da finde ich jetzt gerade Alkohol ist ein gutes Beispiel. Da hast du dann halt, weiß, dass Wein hier gleich nochmal extra kommt, da unten. Nehmen wir Wein als Beispiel. Das passt eigentlich noch besser. Da hast du halt in dem Supermarkt hast du halt eine gewisse Auswahl. Aber die geht jetzt nicht so in die Tiefe. Da wird halt alles einmal abgedeckelt, so nach Motto. Dann hast du eine Qualitätsstufe 2, so in dem Getränkemarkt, da findest du vielleicht dann doch eher mal so dies und das und hast nicht gesehen. Ja, aber wenn du natürlich dann so einen ganz speziellen Wein haben willst, dann gehst du halt zu einem Weinhändler. Und sowas können wir halt auch machen. Zum Beispiel können wir einen Getränkemarkt machen, wo dann als Getränkemarkt zählt dann quasi schon, wenn über 50% der angebotenen Waren halt Getränke sind. Und dann haben wir die Qualitätsstufe 2. Soll dann halt so viel bedeuten, dass dann halt das Sortiment halt breit genug ist. Ich sag jetzt mal, also so übersetze ich es zumindest für mich, dass das Sortiment halt breit genug ist, dass halt so quasi für den anspruchsvolleren Kunden da halt was angeboten wird. Und die Qualitätsstufe 3 ist dann halt wirklich schon halt sehr, sehr spezifisch. Zum Beispiel, ich sag mal, die Leute, die halt wirklich auf einen richtig hochwertigen Wein bestehen, die gehen halt ja, tatsächlich eher zu einem Weinfachhändler als in den Supermarkt um die Ecke, um sich ihren Wein, den sie haben wollen, zu besorgen. Und so verstehe ich das
dieses Qualitätsstufensystem halt auch. Und das gibt es halt für verschiedene Sachen. Und da haben wir jetzt natürlich jetzt schon mal direkt so ein Paradebeispiel für die drei Qualitätsstufen. Es gibt auch nur zwei Qualitätsstufen. Jetzt muss ich mir eben kurz einmal eins finden, genau hier. Bei der Limonade, das wäre dann halt Getränke über 50%. Und ich meine bei hier sowas wie ja, Seife und Shampoo ist ein ähnliches Ding. Aber irgendwo hatten wir auch noch Elektrowerkzeuge ist bei einem Geschäft, wo über 50% Werkzeuge sind. Spielzeuge. Jein, das ist. Ich wollte sagen, aber Spielzeuge, das war nochmal ein bisschen verzwickter. Ja, eine Qualitätsstufe 2 kann man halt mit so einem Fachgeschäft, allgemein so für Medien, sag ich jetzt mal, wo du halt Bücher, Spielzeuge, DVDs etc. Damit kriegst du dann halt Qualitätsstufe 2 und halt im Laden der Qualitätsstufe 3 muss halt schon über 50% oder drüber müssen dann halt schon Bücher sein. Also ich sag mal so. Sag jetzt mal, du hast drei Regale und zwei davon sind Bücher, hast du schon ein Dings erreicht, hast du die Qualitätsstufe 3 erreicht. So, DVDs und Blu-rays. Das ist, aber irgendwo hatte ich noch so einen ganz speziellen Fall, ich komme jetzt aber nicht mehr drauf, welcher das war. War so ein ganz spezielles Ding. Herrenschuhe, ja, da gibt es nicht zum Beispiel keine Qualitätsstufe 2. Muss halt einen Laden haben, wo zu 50% Herrenschuhe verkauft werden. Also sprich, eigentlich brauchst du dann einen Laden, wo nur Herrenschuhe verkauft werden. Und bei den Damenschuhen hast du es dann halt so, da hast du auch eine Qualitätsstufe 2. Da gibt es eigentlich keine richtige Qualitätsstufe 1. Also, sprich, würde ich da jetzt ein Regal im Supermarkt hinstellen, würde kein Schwein interessieren. Aber brauche ich ein Bekleidungsgeschäft und da stehen sie drin. Da wollen sie halt 7 mal nach haben, aber setze ich da eine Qualitätsstufe 3, dann wollen 16 Leute. Aber das ist auch unabhängig voneinander, also die 7 tauchen da nicht drin auf. Also ich muss auch Qualitätsstufe 2 anbieten, weil sonst diese 7 kaufen halt nicht in dem Laden, wo die Qualitätsstufe 3 angeboten wird, rein. Das ist schon sehr interessant. So. Also mit meinem Laden hier strebe ich an, da tatsächlich ein Lebensmittelgeschäft rauszumachen, dass ich über 50% Lebensmittel habe, dass ich halt in dem Laden halt Lebensmittel Qualitätsstufe 2 anbieten kann. Und ich meine, ja, da muss ich halt eine besondere Bäckerei anbieten. Ja. Das Einzige, was ich da interessant finde, ist, also nach meiner Logik her dürften wir dann Qualitätsstufe 1 nicht mehr anbieten können, sobald wir die Qualitätsstufe 2 erreicht haben, aber ja, schauen wir dann, wenn es soweit ist, wir werden sehen. Schmuck, ja. Kommt dann halt ein so ein Tisch, kommt dann halt in so ein Bekleidungsgeschäft mit rein, dann haben wir das abgedeckelt und dann gibt es noch ein kleines Schmuckgeschäft. Kann auch gerade sein, dass ich da selber gerade total falsch liege. Das
dass quasi die niedrigen Qualitätsstufen auch mit der höheren abgedeckt werden. Aber wir werden sehen. So. Ja, hier haben wir es zum Beispiel auch, Spielkonsolen. Wir haben halt so das Gängigste quasi im Laden stehen. Aber was dann so in die Tiefe geht, so irgendwas Außergewöhnlicheres, das haben wir natürlich dann nicht. Oder auch hier, wir haben halt die gängigen Geräte haben wir da. Aber so quasi die Kassenschlager sind vorhanden. Und dann vielleicht noch ein paar günstige Angebote. Und aber dass wir jetzt quasi das stoßfeste Outdoor-Handy und hast nicht gesehen und mit ganz viel Zubehör und was auch immer haben. Nein. Das würde man halt an den Fachgeschäften suchen. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich damit erzählen will. Dann machen wir mal wieder ein bisschen Fast Forward hier, damit wir ja ein bisschen Kohle in die Taschen kriegen. So, Kühllieferant läuft. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob es läuft, aber läuft. Ausanalyse, ja. So. Ja, manchmal ist es ein bisschen bescheuert, warum er da jetzt extra hinrennt und dann jetzt da anfängt zu bauen. Muss man nicht immer unbedingt verstehen. So. Aber es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Gefällt mir gut. So, verwalten, 73 und wie sieht das Restaurant aus? Ja, plus minus 0. Was? Also, da kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich meckern. Das ist doch gut. Wenn es kein Minus schreibt, dann bin ich zufrieden. So, jetzt hopp rüber. Plus. Ah, 9 Uhr und wir machen Plus. Sehr gut. So. Start of Spring, also Frühlingsanfang. Major Release Album. Ah, schaffen wir nicht. Nee, nee. Der nämlich hier. Der hier. Mhm, schaffen wir nicht. Wenn man mal vergesse. So. Eigentlich könnte ich so langsam mal anfangen, so ein bisschen umzubauen, oder? So. Dann machen wir mal den. Was haben wir denn jetzt? Ach, den Tiefkühllieferanten hatten wir. Wollte ja eigentlich die Alkohollizenz erst. Aber gut, Tiefkühllieferant ist auch nicht ganz verkehrt. Tiefkühllieferant, dadurch sind Eiscreme, tiefgekühltes Gemüse und tiefgekühlte Pizzen dazugekommen. So, dann machen wir jetzt die Alkohollizenz. Weil, lustigerweise, die Alkohollizenz brauchen wir nämlich auch für Bars. Das würde ich nämlich fast sagen, eine Bar. Ne, die setzen wir hier noch nicht mit dran. Oh, wir könnten auch so fancy sein und fancy.
So, da arbeiten die auch noch fleißig dran. So, dann reißen wir das mal hier ein. Dann strukturieren wir das nicht alle mal ein bisschen um. So wie ich das vielleicht ein bisschen mehr haben will. So, dann gucken wir doch mal eben kurz, wie denn überhaupt so eine Kasse stehen müsste, wenn ich das so haben will. So. So, das gefällt mir doch mal gar nicht mal so schlecht. Können ja erstmal wo ist denn der größere Bedarf nach? Tiefkühlgemüse, Tiefkühlpizzen und wo ist Eiscreme? Eiscreme. Eiscreme und Pizzen ist ungefähr gleich. 20 und 18. Dann nehmen wir doch mal hier. Also Gemüse und Pizzen machen wir jetzt erstmal. Ja, man darf. Das ist nämlich auch ein ganz entscheidendes Ding. Man darf nicht total überzogen anbieten, sondern natürlich sollte man schon bedarfsgerecht anbieten. Das ist nämlich das nächste Ding, wo es interessant wird, weil hier unten gibt es nämlich auch ein Ablaufdatum. Wenn ich nämlich hier 20 Truhen mit frischem Fisch hinstelle, dann läuft mir der ganze Kram irgendwann mal ja ab. Und das ist dann purer Verlust. Aber zu 100%. So, dann bauen wir jetzt auch nochmal hier eine, da der jetzt gerade dann sowieso da ist, noch eine frische Theke. Ja, also. Kühltruhe, frische Theke ist was anderes. Das wäre natürlich auch cool, wenn sowas irgendwann mal tatsächlich kommen würde. Wo du dann halt so, also so eine frische Theke mit Personal, das du dahinter stellst, etc. Richtig, Richtung. Aber ich glaube, das ist in den USA gar nicht so üblich, dass sowas halt als Fischware in dem Sinne so direkt. Also jetzt zumindest nicht so in so einer Mall. So wie wir das kennen hier, halt so direkt so ein Fleischer, wo du dann halt also eine Theke mit Bedienung hast. Aber das richtet sich ja eher nach den US-amerikanischen Malls und das ist da ja, glaube ich, nicht so üblich. Und hier, ja, manchmal die Wegfindungen hier sind zum Davonlaufen. Da haben wir die Qualitätsstufe 2, weil wir über 50% der Waren, die wir anbieten, sind Lebensmittel. Habe ich, glaube ich, gerade mit den dreien übersprungen, das Ding. Dann gucken wir doch mal eben kurz einmal in den Bedarf. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal einen Tag durchlaufen haben. Lassen wir mal einen Tag durchlaufen. Dann sehen wir das bestimmt.
So. So, dann wollen wir doch mal eben kurz hier ins Bedarfsmenü gucken. Oh, ich muss mich revidieren. Also es wird sowohl Qualitätsstufe 1 als auch 2 dann damit abgedeckelt. Ja gut, andersrum macht es ja auch Sinn. Wenn man so einen, um ein Beispiel von vorhin zu nehmen, ein Weinhändler wird auch günstigere Weine anbieten. Um halt eine breite Masse quasi abzudeckeln. Ja, würde ja keinen Sinn machen, ein riesiges Lebensmittelgeschäft und dann bietet man nicht, ich sag jetzt mal, so als blödes Gegenbeispiel, bietet man halt nicht die Discountware an. Auch jeder. So, mal, da wäre jetzt ein Feinkostladen oder sowas, wäre ja natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber ja, frisches Fleisch und frischer Fisch, da haben wir natürlich noch ganz arges Potenzial. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Qualitätsstufe 3. Aber dennoch ist das Ding regelmäßig leer. So, ich würde nämlich sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal so langsam um. Aber dafür müssen erstmal die ganzen Regale nach hinten rutschen. Ich glaube, das wird rausgenommen, ne? Bauen noch ein paar Bibliotheken damit zu, dass wir alles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist dann alles hin. So. Bauarbeiter ist wahrscheinlich gerade da hinten. Jetzt haben wir natürlich gerade keine Milch im Angebot. Der ist natürlich jetzt bitter. Passt hervorragend. Warum kann ich das jetzt nicht hier? Ach, ja, genau. Zuweisen. Ach, doch nicht Fastfood-Restaurant, Geschäft. Fortfahren. So. Und ich glaube, ich mache das tatsächlich so, dass ich hierhin die Kassen ausrichte, also dass hier ein Eingang reinkommt. Das ist hier quasi auch so ein Gang. Also dass das jetzt nicht mal mehr zum Geschäft gehört, sondern dass ich hier so einen kleinen Gang, so richtig halt wie so eine Mall, dass man halt so einen Zugang zum Fastfood-Restaurant etc. Jo, ich glaube, so mache ich das auch. Bauen. So, die Alkohollizenz haben wir auch bald.
Dann neige ich nämlich schon fast dazu, sobald wir die Straße hier fertig haben, dass ich dann, beziehungsweise ich werde dann auch schon die eine Straßenanbindung erforschen. Dann wird auch die Straßenanbindung hier fertig sein und dann gehen nämlich auch die Verkäufe dann auch wieder rapide nach oben, weil wir halt aus einer anderen Richtung auch Kundschaft kriegen. So quasi aus einem anderen Ort kommen die Leute dann auch zu uns. So, aber da wollen wir doch erstmal hier. Gehen wir doch mal die Wand hier so rein, wieso, wie ich sie jetzt hier drin haben will. Was das denn dann noch mit. So. Milch. Milch. Milchprodukte. Milchprodukte. Kühltruhe, frisches Fleisch. Frischer Fisch. Das passt nicht. Gefällt mir nicht. So, ich habe hier nicht noch drei Platz. Und da kommen nicht noch vier. Nur klein halten. Tiefkühlpizzen, Eiscreme, Fisch, Milchprodukte, die sollten wir schon auf einem hohen Level haben, Milch und Milchprodukte. Dann halten wir Eiscreme erstmal klein. Da fällt dann halt ein links hinten über. Aber wenn ich gerade mal drauf gucke, wir sind jetzt schon wieder über eine halbe Stunde. Dementsprechend würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.